glitzernde Augenbrauen, glühende Wimpern, funkelnde Turnschuhe und sogar eine Palettenzunge. Lasst uns das Leben zum Leuchten bringen. In unserem neuen Video seht ihr erstaunliche Tricks, die wirklich strahlend machen. Heute ist der perfekte Tag für glänzende Experimente. Sogar Stefanis Augenbrauen verwandeln sich dank funkelnder Aufkleber. Ihr braucht eine Augenbrauenschablone. Befestigt ein Stück Netzgewebe mit Klebeband. Und bedeckt die Zeichnung mit Textilkleber. Bestreut es mit Glitzer. Und verwendet verschiedene Farben. Verziert die Augenbrauen mit verschiedenen Glitzersorten. Wenn der Kleber getrocknet ist, entfernen wir den Stoff und schneiden die funkelnden Augenbrauen aus. Stefanie trägt ihre Augenbrauen mit Wimpernkleber auf. Sie sind echt schön. Jessica bemerkt auch die funkelnden Augenbrauen. Hey, lass uns Fotos machen. Aber sie wollen noch mehr Glitzer. Jessica klebt Wimpernkleber auf die Augenbrauen, trägt auf den Pinsel kosmetisches Glitzer auf und fügt mehr Glanz hinzu. Stefanies Augenbrauen werden mit einer doppelten Portion Glitzer noch bunter. Jessica will auch wie ein Diamant glänzen. Komm schon, Stefanie, hilf deiner Freundin. Stefanie hat auch eine Idee. Jessica braucht ein paar Sternenwimpern, um ihre Augen zum Leuchten zu bringen. Klebt auf falschen Wimpern sternförmige Paletten. Und verwendet dafür Wimpernkleber und eine Pinzette. Befestigt viele Sterne entlang der Wimpernlänge. Jessica bringt mit speziellem Wimpernkleber die Wimpern an. Wow, die Wimpern sind mit Sternenstaub bedeckt. Schnell, wir müssen noch mehr Fotos machen. Jessicas Augen strahlen wie Sterne. Und die Bilder auch. Während die Mädchen funkelndes Make-up machen, hatte Dolly Pech. Sie zog High Heels an und flog hin. Wie sehen denn deine Knie aus? Es tut weh. Wir helfen, Dolly. Deck dein Pflaster mit Kleber ab. Bringt auf der Oberseite ein Palettenstreifen an. Deckt die gesamte Oberfläche ab. Schneidet das überschüssige Band ab. Befestigt die Dekofolie an einem zweiten Pflaster. Und schneidet es auf die Größe zu. Befestigt drei herzförmige Strasssteine. Stefanie desinfiziert die Wunde und Jessica lenkt Dolly mit dem glänzenden Pflaster ab. Wer hätte gedacht, dass Medizin so glamourös sein kann? Dolly ist glücklich, ihre Knie mit einem so schönen Pflaster zu heilen. Und es tut schon gar nicht mehr weh. Jessica macht ihr Make-up. Und Stefanie holt noch mehr Glanz. Sie bringt Farbe und ein Schwamm mit. Stefanie mischt eine funkelnde Masse. Komm, wir kreieren eine Glitzerstrumpfhose. Ihr braucht eine Nylonstrumpfhose. Gießt Textilfarbe in eine Sprühflasche. Und fügt Glitzer hinzu. Schließt dann die Flasche und schüttelt sie. Sprüht die Farbe auf die Strumpfhose. Und verteilt es gleichmäßig mit einem Schwamm. Färbt den oberen Teil der Strumpfhose mit grüner Farbe. Wir machen einen Farbverlauf. Wenn die Farbe getrocknet ist, ziehen wir die Strumpfhose auf ein Glas. Schneidet jetzt einen Halbmond aus Palettenstoff aus. Und verwendet Textilkleber, um es an der Strumpfhose anzubringen. Verziert es noch mit Strasssteinen und kleinen Paletten. Klebt noch einen leuchtenden Stern auf das zweite Bein. Die Mädchen sind sehr beschäftigt. Lasst uns noch mehr Glitzer hinzufügen. Endlich sind wir fertig. Das sind wie Strumpfhosen aus einer neuen Meerjungfrauen-Kollektion. Stefanie zeigt den glitzernden Mond und die Sterne an ihren Beinen. Was für ein tolles Ergebnis. Jessica möchte auch eine funkelnde Kleidung. Und was plant sie? Sie wird ihre Turnschuhe verschönern.
entfernt die Schnürsenkel von alten Turnschuhen und grundiert sie mit Acrylpolitur. Wenn die Politur getrocknet ist, malen wir Flammen mit Acrylfarbe. Und wenn der Lack noch nass ist, streuen wir viel Glitzer darüber. Umreißt dann die Flammen mit einer anderen Farbe und streut auch da Glitzer darüber. Bemalt den Rest der Schuhspitze schwarz. Und auch den Rest grundieren und bemalen wir schwarz. Für die Zierleiste machen wir ein schwarz-weiß Design. Jetzt sind die Sneakers nicht mehr langweilig. Sie sind fertig und warten darauf, dass Jessica sie anzieht. Die bunten Schuhe zeigen, wie sehr Jessica Glitzer liebt. Sie funkeln. Wenn man solche Schuhe trägt, kann man nicht still sitzen. Stephanie hat den bunten Sneaker-Dance gefilmt. Dolly beobachtet ihre Freundinnen. Sie möchte auch mit den Trends Schritt halten und ihr langweiliges Leben loswerden. Ich will mehr Glanz. Wir beginnen mit der Operation Glitzer. Beschichtet die Naht der Jeans mit Textilkleber und verteilt es mit einem Pinsel. Bringt dann ein Palettenband an. Klebt das Band über die gesamte Länge der Jeans. Ihr braucht noch zwei weitere Streifen. Klebt jetzt eine wellenförmige Verzierung aus verschiedenen Paletten darauf. Wiederholt die gerade Palettenlinie am anderen Hosenbein. Wir sind bereit. Schaut euch diese glänzenden Jeans an. Dolly liebt den Glitzereffekt. Danke. Jetzt funkeln die langen Beine von Dolly. Die Mädchen sind mit ihren Glitzerexperimenten beschäftigt. Und Dolly weiß nicht, wo sie anfangen soll. Plötzlich bekommt sie eine geniale Idee. Ich will eine Glitzerzunge. Zeichnet auf farbwechselnden Paletten eine Zungenform. Und schneidet es aus. Dolly legt das funkelnde Outfit auf ihre Zunge. Das nennen wir mal ungewöhnlich. Dollys glamouröse Zunge steckt echt an. Wir müssen sofort viele Fotos machen. Ihre glänzende Zunge kann ihre Farbe verändern. So kann Dolly der ganzen Welt ihre Zunge zeigen. Nach so viel Glitzer sieht normales Make-up für Jessica so langweilig aus. Kein Glitzer, aber Stephanie schlägt vor, einen glitzernden Mascara zu machen. Wir brauchen nur eine Prise Glitzer. Entfernt den Abstreifer aus einer alten Mascara-Tube und wascht es mit der Bürste gründlich. Mischt dann Vaseline mit kosmetischem Glitzer und schmelzt es in der Mikrowelle. Mischt es dann weiter und sammelt die Mischung in einer Spritze. Übertragt es in die Mascara-Tube. Setzt den Abstreifer wieder ein und schließt den Mascara. Wickelt dann die Tube mit Nagelfolie ein und benutzt Kleber. Macht einen Schnitt entlang der Kappe. Deckt die Kappe mit Kleber ab und streut noch Glitzer darüber. Klebt noch Dekoflügel an und tragt glitzernden Mascara auf. Jessicas Wimpern sind so glänzend. Sie sieht aus wie eine magische Fee. Jessica liebt die neue Wimperntusche. Und Stephanie schenkt es ihrer Freundin, da Jessica echt glitzerverrückt ist. Wir sind mit unserem Glitzerlabor fertig. Die Mädchen haben diese Welt ein bisschen bunter gemacht. Als Dankeschön gibt Dolly ihren Freunden Kekse. Nein, noch nicht essen. Wir müssen zuerst unsere Hände desinfizieren. Dolly holt Händedesinfektionsmittel hervor. Ihr braucht Ton. Und wickelt ein Handdesinfektionsmittel darin ein. Legt einen Halterring in den Ton. Und entfernt die Flasche. Backt es dann für 10 Minuten bei 150 Grad. Der Ton sollte etwas weich bleiben. Schneidet noch den Überschuss ab. Und glättet die Form. Deckt es noch mit doppelseitigem Palettenstoff ab. Und schneidet den Stoff passend zu. Klebt die Kanten noch nach innen. Deckt einen Karabinerverschluss mit Glitzernagellack ab. Und hakt eine Quaste ein. Befestigt die Schließe am Gehäusering. Und legt das Fläschchen hinein. Die Mädchen desinfizieren ihre Hände und sehen das funkelnde Accessoire.
Was für ein glamouröser Weg, um hygienisch zu bleiben. Dolly hat den Schutz selbst gemacht. Der Glitzerunterricht ist vorbei. Großartige Arbeit, Dolly. Jetzt können wir ein paar Kekse futtern. Wie fandet ihr unsere Ideen, euer Leben ein bisschen bunter zu gestalten? Schreibt uns, welcher Glitzer-Lifehack euch am besten gefallen hat. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.